Willkommen und zurück zur verhacktstückten Solos-Project-Folge. Ja, ich bin ja noch am Anfang. Warum? Weil ich hier direkt schon was gefunden habe, was ich letztes Mal nicht gesehen habe. Nämlich Juris Tagebuch 10. Während wir über Champagner redeten, lächelten Lars und Amon und stiegen mit ins Gespräch ein. Joachim war sicher, dass sie etwas vor uns verstecken und wir auf eine Schatzsuche gehen sollten. Ich musste ihn schnell davon abhalten, Casey davon zu überzeugen. Ja, das war's auch schon. Ich melde mich wieder beim nächsten. So, ich melde mich mal nach langem, langem Ritt und viel Internetrecherche. Na, was heißt Internetrecherche? Ich habe mir auch nochmal hier, nochmal Let's Play reingeguckt. Wie man überhaupt wieder hierher kommt. Und jetzt bin ich endlich hier. Es war. Ich musste nochmal durch diesen Fallenraum durch. So, hier war doch eben noch eine Markierung. Ich musste durch den Fallenraum einmal nochmal komplett durch. Da hinten ist eins. Das war echt nicht schön. Da treibt ja auch noch das Monster sein Umwesen. Und dann bin ich einmal nochmal falsch abgebogen. Also das war echt nochmal nicht so ganz trivial, hier wieder herzukommen. Aber endlich wieder hier, am Unruheherd. und jetzt auf der Suche nach den letzten beiden Turmteilen. Das war schon ein bisschen frustrierend, das muss ich echt sagen. Weil dann so, hä? Ich war nicht richtig lang gelaufen und dann war es aber doch nicht richtig. Naja, kann man nichts machen. So, da hinten ist es irgendwie. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt doch einfach mal die Aufnahme an. Jetzt für die Suche. Jetzt habe ich schon wieder aus den Augen verloren. Da hinten ist es. Diese Richtung. Dann müssen wir jetzt da einmal komplett rüber. Ja, ist ja gut. Ich denke mal, wir schwimmen einmal. Na komm, beeil dich. Operator wet. Yep. Operator wet, das passiert schon mal. Na, sprinten wir da auch gerade nicht so richtig. Und hoch und hier lang. So. Das wird größer. Dann machen wir mal die Fackel an, dann sollen wir wieder ein bisschen trocknen. Also das ist halt das Gebiet, wo der große Turm war. Und naja, der Rückweg ging halt durch diesen Fallenraum mit den Kreissägen. Und naja, da durfte ich nochmal durch und das heißt, da muss ich dann auch nochmal durch, um halt auch wieder zurückzukommen. Und hier haben wir ein Turmteil. Ach, das vorletzte. Sehr gut. Das heißt, es fehlt jetzt in Anführungszeichen nur noch eins. Aber auch das muss jetzt erstmal gefunden werden. Ich glaube, das war jetzt ja doch wieder in die andere Richtung. Ich meine, da mal so ein Pling gesehen zu haben. Aber genau weiß es jetzt natürlich auch nicht mehr. Das wird mir wahrscheinlich wieder zu heiß sein. Den Schwamm hätte ich eigentlich mal benutzen können. Ich glaube, ich brauche das dann auch alles gar nicht mehr. Zielpeilung nützt mir nichts. Sie zeigt mir nur den Weg dann wieder nach Hause zum Turm. Da wollen wir aber auch noch nicht hin. Ansonsten immer auf dem Berg hier, ob wir hier irgendwie so ein Pling haben. Ganz zart vielleicht. Da hinten nur für das Camp. Ja, dann gehe ich glaube ich nochmal Richtung Camp zurück. Vielleicht auch so, dass wir nicht so hundertprozentig nass werden. Feuer, denke ich einmal hoch.
10 Stunden schlafen müsste ich dann auch bald nochmal wieder. Ja, vielleicht mache ich doch nochmal einen Cut, bis ich die Spur wieder aufgenommen habe. Ansonsten werde ich jetzt hier noch ein bisschen planlos durch die Gegend laufen. Wie so oft. Einfach jetzt nur, um in diese Richtung hier wiederzukommen. Dehydration. Ja, da habe ich ja den Champagner. Essen ist dann eher so eine Geschichte. Auf Dauer. Also da ist immerhin etwas, was so immer so blinkt. Obwohl, der blinkt auch. Ah, super. Das bringt also gar nichts. Ich brauche ein Turmteil. Das letzte Turmteil. War ja hier schon so toll, die Schlüssel zu suchen. Ich glaube, deswegen habe ich auch die Turmteile nicht gesucht. Da, da ist es. Da. Seht ihr? Da. Die Richtung. Richtung Leuchtfeuer. Sehr gut. Ja, gut. Dann müssen wir doch nochmal schwimmen. Hilft ja nichts. Richtung Leuchtfeuer, hatte ich gesagt, ja. Gucken, ob das jetzt funktioniert, hier rüber zu schwimmen. Oder überhaupt wieder hoch. Gucken, ich gucke mal, ob ich hier mal eben wieder irgendwo rauskomme. Oder ob ich mich jetzt hier verfranst habe. Oh, das wäre gar nicht gut. Ich hätte direkt speichern sollen, nachdem ich das Turmteil gefunden habe. Ach, warum? Was tust du hier schon wieder? Na, nicht tauchen. Komme ich jetzt hier nicht raus, ne? Mist, das war keine gute Idee. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Na komm schon. Oder komme ich da hoch? Jetzt fängt es eh an zu regnen. Ah, ich scheine aber tatsächlich zu trocknen. So, dahin. So. Ich bin hier wieder reingefallen. Das gibt's doch nicht. Und Tornado. Na super. Ich möchte doch nur das letzte Turmteil haben. Komme ich hier oder komme ich hier raus? Ja. Warte, ich nehme mal eben den hier in die Hand. Kann er sich zumindest darüber nicht beschweren. Muss ich hier tatsächlich nur mit diesem blöden Orkan, Tornado hier abwarten. Der, glaube ich, sogar direkt in meine Richtung kommt. Ich glaube, ich muss das gleich nochmal neu aufnehmen, wa? Turmteil habe ich auch schon wieder aus den Augen verloren. Oh, da kommt die direkt her. Ja gut, dann werden wir vielleicht doch nochmal sehen, wie wir durch den Tornado sterben. Doch nicht. Oh, hier war ich in Sicherheit. Es ist mir heiß, es ist mir kalt. Der ist ja an uns vorbeigezogen, ne? Nur sollte das jetzt eigentlich kein Problem sein. Ist das laut? Ich habe jetzt nur den ein bisschen aus den Augen verloren. So diese Richtung sein, das Turmteil. Es wird einem wieder nicht richtig angezeigt.
Aber es war ja so ganz grob Richtung... Richtung Leuchtfeuer. Ich weiß noch nicht, ob man da jetzt nochmal wieder rüberkommt. Da kommt man rüber. Gut, nass sind wir jetzt ja sowieso. Dann können wir jetzt hier auch einmal runter. Oh, das könnte schmerzhaft werden. Ist es aber nicht. Gucken wir hier nochmal. Ansonsten muss ich gleich auch nochmal wieder schlafen. Ne, das ist ein Wassertropfen, in dem ich eben dachte. Aber hier wird es jetzt auch nicht besser. Weil hier konnte man sich doch irgendwo unterstellen, oder? Hier gab es doch eine Höhle. Ja. Wunderbar. 11 Grad. Naja. Schlafen wir einmal hier wieder volle 12 Stunden, 10 Stunden. Hilft ja nichts. Und dann mache ich, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich nochmal einen Cut, bis ich dann die Fährte wieder aufgenommen habe. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Turmteil scheint da vorne zu sein. Hier ist der Fuß so zu orientieren. Und ich bin mal wieder kalt, nass, habe mich noch von einem Asteroidenschauer verstecken müssen, was gut war, denn dadurch bin ich dann tatsächlich auf die Spur des Turmteils gekommen. Danach bin ich durchs Wasser durch, was irgendwie nicht so cool war. Und ja, jetzt da hinten. Ja, da hinten ist es wahrscheinlich. Das letzte Turmteil. Wird auch Zeit, ja. Wir werden schwimmen müssen. Das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Vielleicht wäre es etwas besser, wenn er jetzt hier mal ein bisschen Gas geben würde. Und da ist es, da ist das Turmteil, jawohl. Das letzte Turmteil. Was uns dann die Heimfahrt vielleicht ermöglicht. Oder zumindest die Kontaktaufnahme. Müsste jetzt hier irgendwo liegen. Und da ist es. Ja. Sehr gut. Und hier liegen auch noch Sachen. Da gucken wir uns natürlich auch nochmal eben um. Das ist doch klar. Das Essen nehme ich mit. Amons Bericht 10 von 11. Montserrat ist das Crewmitglied, welches am meisten ausweicht. Ich habe beides über sie gehört. Das Lob und die Kritik an ihrem Verhalten. Sie versorgt nur sich selbst. Wandert rund um die Uhr durch die Flure. Konfrontiert Crewmitglieder. Wir müssen ihr ein Skript und die Vorgaben für den nächsten Dreh geben. Das ist Wasser. Und ansonsten glaube ich hier noch ein Kissen, ne? Ja. Ah, wunderbar. So, jetzt bin ich überlegen. Nehme ich euch mit auf die Reise zurück oder mache ich das alleine? Achso, ich werde nochmal reingehen, denn... Ah, nee, geht, bringt nichts. Okay. Eigentlich würde ich jetzt gerne nochmal speichern. Das wird jetzt aber nicht funktionieren wegen Regen. Trinken muss ich nochmal. Ja, der hier reicht, der andere ist zu heiß. Was haben wir hier? Hier können wir nochmal Buffs nehmen gegen Verdursten und Hitzschlag. Und dann würde ich jetzt zurückgehen wollen. Die Sachen einbauen. Und dann gucke ich mal, wie ich das alles zusammenschmeiße. Ich denke mal... Je nachdem, ob es dann zu Ende wird, ob es dann jetzt noch ein oder zwei Folgen sind. Das werden dann wahrscheinlich die letzten sein. Zumindest würde es mich wundern, wenn da noch mehr kommt. Wird auf jeden Fall nochmal lustig. Hier nicht durch. Ja, da gebe ich jetzt mal kein Risiko ein.
Dann müssen wir jetzt noch einmal ganz drumherum laufen. Das ist halt doch eine ganz schöne Ecke jetzt gewesen. Ja, nee, das mache ich jetzt, glaube ich, eben außerhalb der Aufnahme. Also die Turmteile haben wir. Ja, ich glaube, ich melde mich dann am Turm wieder zurück. Wir sehen uns am Turm. Ja, da bin ich wieder zurück auf dem Weg zum Funkturm. Dann haben wir es endlich geschafft. Fallenraum war diesmal gar kein Problem. Wenn man das oft genug macht, dann geht das scheinbar. Das Monster hatte ich auch nicht gesehen, sondern nur die Musik dazu gehört. Also da habt ihr jetzt auch nichts Spannendes groß verpasst. Das Spannende kommt jetzt. Wir setzen die letzten... Ja, ich bin ganz außer Atem, wenn ich hierher gesprintet bin. Also wenn ihr das Spiel selber spielt, sucht unbedingt zuerst alle Turmteile. So. Eins. Und das letzte. Und dann bin ich gespannt, was jetzt passiert. Bereit zur Übertragung. Initiere die Verbindung. Das machen wir doch glatt. Man, I sure. Wir warten 30 Sekunden. Die epische Musik ab. Es gab sogar ein Achievement. Neue Zielpeilung. Telefoniere nach Hause. Das machen wir doch glatt. Let's hope this works. Quantum entanglement. Don't fail me now. Hello. Can anybody read me? This is Octavius Sken with the Solus 3 detachment on Gliese 6143C. Can anybody hear me? Did somebody say something? Yes. Hello, this is Analyst Sken from Solus 3. Do you read me? Sken? From Solus 3? Yes, it's me. Thank God. It's Sken. I'm alive. Oh, my God. Oh, my God. I think it's Solus 3. I think they're starting it. Sken. Sken, it's good to hear from you. I'm okay, I'm okay. The planet is okay. I'm transferring you data now. But listen, I don't know how much time I have. I'm not alone here. The rest of the team are with you? No. They didn't make it. They're all gone. Listen, I've been here for countless days, and I've been finding things. Signs of life, civilization. Things are alive on this planet. Whoa, slow down. Can you repeat that? I crash-landed here days ago. We were hit by something in orbit. I've been finding signs of life, potentially hostile. Alien life? So Gliese can support life? Yes, it can. I'm sending you the data now, but please, listen to me. There is life, possibly even more advanced than us. I don't know if they're trying to help me or harm me. There are traps, sacrificial chambers, signs of genocide. But I found an alternative. Another planet which is closer to you, possibly safer. The coordinates are 3KPC. Hello? Can you hear me? No, this can't be happening. Oh. Can you hear me? Oh, jetzt kann ich die nicht mehr. Und da sind die Himmelwesen. Was habt ihr mit mir vor? Is this what you wanted? You have been most helpful. What are you? Now sleep. Was? Okay. Geht's doch noch weiter.
Da, spannender Ladebildschirm. Hello? Is anyone there? Don't be afraid. What? We shall keep you safe. What is that? Wait, no! Ah. Wurden wir jetzt in eine Kugel eingesperrt? Und eben auf dem Monitor war ja auch eindeutig die Erde zu sehen. Okay, das Raumschiff der Himmelwesen. Was? Das war The Solus Project. Tja. Hat kein gutes Ende genommen, schätze ich mal. Wir konnten nicht entkommen. Wir wurden gefangen genommen von den Himmelwesen. Wir wurden... Das ist richtig, sind so eine Art Kugel. Da ist vielleicht auch eine Kugel eingesperrt. Sind die nun auf dem Raumschiff auf dem Weg woanders hin? Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das Spiel hat ja wirklich schon Spaß gemacht. So ein paar kleine Kritikpunkte jetzt zu die Animation am Ende von den Himmelwesen auch wieder, dass sie auf der Stelle laufen. Geschenkt. Das Wetter war manchmal ein bisschen, ja, extrem. Aber insgesamt war es schon eine sehr schöne Sache. Ein bisschen schade auch, dass nicht alles übersetzt wurde. Da haben sie ein paar Zeilen vergessen. Sollte dem Spiel Spaß jetzt aber auch keinen Abbruch tun. Insgesamt ist es auch deutlich länger gewesen, als ich es eingeschätzt hätte. Ja, damit dann wieder ein Projekt vorbei. Kann ich nochmal wiederholen. Vielen Dank fürs Zuschauen, mir hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich in einem weiteren Projekt wieder. Macht's gut und bis dann.